geht es weiter mit einer ganz besonderen Ausgabe von Herzblatt. Und damit begrüßen wir auch gleich unsere erste Kandidatin. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und dann kommt hier auch schon unsere nächste junge Dame. Und jetzt, last but not least, unsere Kandidatin Nummer 3. Ja, sehr schön, meine Damen. Jetzt wollen wir natürlich erst einmal ein wenig etwas über euch erfahren. Kandidatin Nummer 1, stellen Sie sich doch mal vor. Hallöchen, hier ist Corona. Ich bin Tanja Stoß, komme aus Geilendorf und arbeite in der Kundumarie. Sie heißen wie und kommen woher und arbeiten wo? Ich bin Tanja Stoß, komme aus Geilendorf und arbeite in der Okay, gehen wir lieber mal weiter zu unserer nächsten Kandidatin. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Hallöchen, hier ist Corona. Okay, das war wirklich sehr kurz. Wollen Sie vielleicht etwas an unser Publikum sagen? Ich hoffe, Sie zu Hause sitzen gerade auf einem wunderschön bequemen Sofa und machen sich jetzt so richtig schön bequem. Ja, okay. Okay. Natürlich möchte auch unsere Kandidatin etwas über Sie erfahren. Beschreiben Sie sich doch mal kurz. Also Ihnen ist wirklich nicht mehr zu helfen. 11880, da werden Sie geholfen. Okay. Gehen wir lieber mal zu unserer letzten Kandidatin Nummer 3. Wie würden Sie denn die Verbundenheit zu unserem Kandidaten ausdrücken? Vielen Dank nochmal an unsere Kandidatinnen, aber jetzt ist es endlich an der Zeit zu begrüßen die stattliche junge Mann, der unter diese drei schönen Frauen auswählen darf. Aber natürlich soll er euch nicht sehen, genau so. Und jetzt bitten wir ihn rein, ihr habt ihn am heutigen Abend schon kennengelernt und hier ist unsere Junggeselle. So, liebe David, du hast ja unsere drei Kandidaten auch alles mitgehört. Möchtest du vielleicht selber noch Fragen an sie richten? Ja, selbstverständlich. Kandidatin 1, wie sieht es bei dir in Sachen Verhütung aus?
Sehr interessant, Kandidatin 1. Kandidatin 2. Was gibt ordentlich Tinte auf den Füller? Hallihallo, Hallöle. Heute koche ich für Sie mein Lieblingsessen. Hat mir meine Mami beigebracht. Also, erstens, einen Topf auf den herstellen. Zweitens, Farbspinat auf den Iglo rein. Drittens, Herdplatte auf. Zweitens, viertens, umrühren, warten. Jetzt hat er Glück gemacht. Komm, machen wir Glück. Ja, auch okay. Kandidatin 3, wie würdest du mir deine Gefühle zeigen? Jetzt die Qual der Wahl. Nimmst du unsere Latexfrau, Kandidatin Nummer 1, oder unsere Frau mit dem Blut, Kandidatin Nummer 2, oder etwa vielleicht doch unsere LSD-Skaterin, Kandidatin Nummer 3. Bitte entscheiden Sie jetzt. Ja, aufgrund ihrer authentischen Art und Weise entscheide ich mich für Kandidatin Nummer 1. Hier ist dein Herzblatt. Vielen lieben Dank, Gewinn.